Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wildlands. Und dieses Mal. Ein Scheiß kann er mich sehen. ja, wir sind in der Bibliothek. Da kommen sie. Was ist der Plan, Boss? Der Plan ist. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Leck mich doch am Arsch. So, also, ja, wir sind. Wo kommt der? Da ist auch eine Treppe. Oh Mann, das wusste ich nicht. Oh Gott, stimmt. Da war ja auch eine Treppe. So. Wo warst du so lange? Schon, ey. Entsichert. Ganz ehrlich. Bereit? Feuer, Feuer, Feuer! Sauber hier drüben. Gut, das war's. Da sind noch weitere. So, jetzt ist es frei. Gut. Sauber. Seid ihr okay? Okay. Da vorne sind Feindverstärkung im Anmarsch. Ja, ist egal. Sieht aus, als hätten wir sie aufgescheucht. Ja, ihr habt ja da okay, Ramazamba gemacht. Oder wahrscheinlich nicht die, sondern ja, das waren doch die Rebellen, die einfach da vorbeigefahren sind und alles gut, alles gut. Alle, ja, die haben irgendwie einen Schmarrn gemacht da. Gut. Ein cooler Bildschirm, aber das geht nicht. Gut, dann hole ich mir mal. Dann hole ich mir mal die da. Kann ich mir schon was leisten? Körper? Ausdauer? Ja. Ja, Ausdauer, naja. Entdeckung? Achso, das war das, ja. Autoschild, lautloser Lauf. Da brauche ich. Sehr viel mehr. Streuung beim Laufen, Zieldauer. Bisschen mehr Essen. So, dann. Warte, was brauche ich für die Blendgranate? Okay. Splittergranate, C4, Fernglas Aufklärung, nicht Auflösung. Mine, Ablenkungsköder, Fallschirm. Ja, komm, kann ich mal machen. Ja, komm. Gut. Dann gehen wir mal zum Helikopter da drüben. Ich kann nicht klettern. Okay. Hey, alles grün. Waffen runter. Wir wollen hier niemanden erschrecken. Was bist du denn für einer? Naja, egal. Ich nehme mal den Helikopter. Gut, jetzt, wo geht's jetzt hin? Genau, jetzt wollten wir die Waffe. Wie viele Lichter und Schalter hier drin? Hi, Ketal. Ja, der andere beamt sich wieder.
Hier ist deine Waffenkiste. Vielen Dank für die Waffe. Passt gut zu meinen Stiefeln. So, Scharfschützenmündung. Das ist doch mal cool. Teile. Mündung. Oh, verdammt. Ah, warte mal. Warte. Warte, ist das der Lauf? Nee. Das war doch Mündung. Naja, egal. Alter, wie viele Waffen kann man denn da freischalten? Und noch ein paar. Wir haben noch einiges vor, ne? Uiuiuiui. Gut, dann jetzt haben wir hier einfach mal das Abklappern. Ja, ist ne. Ja, für Nahkampf ist die, glaube ich. Ja, nee. Meine ist da schon besser. Ja, komm, dann nehmen wir das Fragezeichen mit. Dann nehmen wir das da unten mit. Dann das da. Dann das da. Und dann. Ja, machen wir hier so in die Runde. Wahrscheinlich werde ich mich nächstes Mal nochmal neu orientieren. Ach, das ist gleich da. Das sieht auf der Karte so komplett anders aus. Oder komplett sehr viel weiter weg. Hier könnten Informationen sein. Okay. Dann holen wir uns mal die Informationen. Bonusorden. Natürlich holen wir uns den Bonusorden. Santa Blanca verleiht so einem Arschkriecher einen Orden. Hier steht, wo der Klunker ist. Okay. Dann weiter. Wo ist der Arschkriecher Klunker? Hä? Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Vielleicht da? So, da unten. Na gut. Wieso haben die gerade eine Leuchtrakete abgeschossen? Tango markiert, aber da ist auch ein Zivilist. Ah, es sind nur zwei? Na gut. Taufkirche.
Yo, hier ist eine Waffenkiste. Yo. Du bist zu fett. Okay, nichts passiert. Gut, alles grün für uns. So. Oh, süß. Waffenkiste? Das kann ich gut gebrauchen. Zieloptik. Sehr schön. Wusste gar nicht, dass hier auch sowas ist. Offenbar gibt El Chido ein Konzert in einem Dorf namens Uma Marca. Bowman, wir haben erfahren, dass El Chido ein Konzert auf einer Bühne in Uma Marca gibt. Die nennen die Show Pachangon Boliviano. Ich wäre zu gern da. Naja, Kisera, wie man so sagt. Wir müssen das Konzert verhindern. Gehen Sie dahin und crashen Sie die Party. Gibt's besondere Wünsche? Sorgen Sie einfach dafür, dass keine Musik läuft. Und sorgen Sie für ordentlich Radau. Ich melde mich. So. Okay, entweder Laser. Ja, komm, dann holen wir uns das Laser-Ding. Warte, wo sind wir denn gerade? Wir sind da. Na gut, dann holen wir das da. Dann holen wir uns Fertigkeitspunkt plus 5. Ja, Fertigkeitspunkte brauchen wir eigentlich gerade nicht. Deswegen fliegen wir dann gleich dahin. Und da oben ist die Pistole und da ist Kompensator für Shotgun. Gut. Dann würde ich sagen, holen wir uns gleich das da. Hier ist noch ein Ausrufezeichen. Ja, komm. Entschuldigung, ihr wartet mal kurz hier. Suchen wir hier nach Informationen? Ja, ich weiß. So, dann sprengen wir mal eine fette Party. Eine Party. Hey. Bist du eingeschlafen? Que tal? Todo bien? Ah. Der Kult von Santa Muerte ist in der aztekischen Phase des präkolumbianischen Zeitalters entstanden. Die Ureinwohner verehrten einen Totengott und seinen weiblichen Widerpart, um ihren Weg ins Jenseits zu sichern. Während der spanischen Kolonialzeit und unter Einfluss des Katholizismus erschien eine Heilige, die als Santa Muerte bekannt ist. Obwohl von den klassischen Kirchen abgelehnt, wurde Santa Muerte nach und nach populär bei der Bevölkerung, die Schutz vor Unglück suchten. Zugleich ist sie die Heilige der Gesetzbrecher und Drogenschmuggler. Ja. Cool. Interessant. Wie ein Elefant. So, das ist auf jeden Fall mal... Ja, doch, interessant. So. Das ist bei vielen Völkern passiert, dass sie die Kirche, also den einen Gott quasi von der katholischen und evangelischen Kirche, damals nur katholische, beziehungsweise das Christentum, hat ja nur einen Gott, und die haben das dann oft verbunden mit ihren heidnischen Göttern, beziehungsweise mit ihrer Meergottheit. Also zum Beispiel die Kelten hatten dann die Kombination von ihren
naturbelassenen Göttern, sag ich mal, also ihren Waldgöttern und so weiter, und dann eben noch der Gott von den Christen. Und das war so ein Zusammenspiel. Also natürlich nicht alle und immer und bla. Aber es war. Oh, wir müssen hier ein bisschen. Schauen, wo wir landen können. Ich will auf jeden Fall eine erhöhte Base haben. Also da latschen schon zwei. Ich lande mal hier. Da ist es wenigstens ein bisschen erhöht. Und da haben wir auch ein bisschen Platz, würde ich sagen. Und die von da hinten können das ja nicht sehen, dass da so ein fetter Heli. Feind gesichtet. Hey, Sicario mit Maschinenpistole. Dort, am Flugfeld. Da sind noch welche im Haus. Aber erstmal hier die da. Ziel mit Maschinenpistolen. Markiere einen Hauptmann. Seht euch das Kartellflugzeug an. Ist beladen und startklar. Tja, Pech gehabt. Wenn sie den Schlüssel stecken lassen, verdienen es die Trottel doch auch nicht besser. Also los. Nee, das machen wir nicht. Noch nicht. Ziel markiert. Behaltet sein Umfeld im Auge. Tango auf dem Dach, Tango auf dem Dach. Willst du tanzen oder was? Passt auf, die haben meine Alarmsicherung. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Alter. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Ja, vielleicht klüger hier in der Nacht zu kommen. Ziel gesichtet. Wenn die Ghosts sich am wohlsten fühlen. Ich habe hier ein paar Suchscheinwerfer. 20, fast ein Platoon. Feind markiert. Da ist markiere der. Markiere einen Tango. Ja. Zivilist in der Nähe. Hier ist noch irgendwo einer. Ah, da drin. Warte, den bekomme ich noch? Da. Genau. Da ist noch der nächste. Ein Scharfschütze. Alter. Hier ist ein Tango. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Wow. Voll Haus hier. Gut. Wie viele sind es jetzt? Warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 22, 23. Was machst du da? Geht's dir gut? Achso, erzielt. Okay. So, ich muss also erstmal versuchen, hier die da zu killen. Das wird auch echt nicht leicht. Ich muss dafür aber auf die andere Seite. Weil sonst auf der Seite können mich die anderen wieder sehen. Zum Glück hat er der gerade nicht in meine Richtung gesehen. So. Bei dem müssen wir auch einpassen. Ah, schön. Schön. Okay. Ja, ich weiß, dass das eine Mission ist, aber die interessiert mich nicht. Gut, also hier sind zwei. Hier ist einer. Geh in Position. Ich brauche eine bessere Position. Okay, Ziel markiert. Roger, Ziel markiert. Sekunde, geh in Position. Bereit für den Angriff. Tango getroffen.
Nein, 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 nein. Scheiße. Ah, Scheiße. Nein. Wir wissen, dass wir hier sind. Vorsicht. Oh, wie unlucky war das denn? Okay, warte. Wir ziehen uns mal zurück. Der Leutnant haut ab! Leute, sammeln. Okay. Alle zu mir, wir müssen jetzt still sein. In ein paar Sekunden sind die bei uns. Was machen wir? Nee, sind sie nicht. Die sind doof. Ja, da ist noch einer. Okay. Wenn wir die hier alle aufschrecken, ist... Okay, dadurch, dass wir die alle aufgeschreckt haben, sind noch ein paar rausgekommen. Okay, wir warten jetzt einfach, wir chillen hier. Na komm. Ach, wir haben sowieso schon 20 Minuten erreicht. Danke. Super. Sie beruhigen sich. Die denken, wir sind weg. Okay, es ist alles gut. Super. Genau. Nächste Runde, hoffentlich, gibt's keinen Querschuss auf so einen Öltank. Oh, ja. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Nächstes Mal räumen wir hier die Arschlöcher weg. Und, die haben zuerst gesagt, dass wir Arschlöcher sind. Gut. Und jetzt bin ich im Glück. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye.